verlese jetzt die Pressemitteilung der Initiative im Gedenken an Ricciardo zum heutigen 8. Todestag. Überschrieben werden mörderische Verhältnisse im Polizeirevier Dessau-Roßlau, insgesamt 3 ungeklärte Todesfälle in der Wolfgangstraße 25. Vor 8 Jahren verbrennt Uri Cialo in Zelle Nummer 5 im Polizeirevier Dessau-Roßlau in der Wolfgangstraße 25. Am frühen Morgen des 7. Januar 2005 war er von 2 Beamten ohne rechtliche Grundlage in Gewahrsam genommen und in der Zelle Nummer 5 über mehrere Stunden auf eine feuerfeste Matratze an Händen und Füßen fixiert worden. Wie das Feuer zustande kam und woran Uri Cialo genau gestorben ist, wurde bis heute nicht aufgeklärt. Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt hat nur wenige Stunden nach Uri Cialos Tod eine unglaubliche Geschichte erfunden und diese in den Folgetagen und Wochen in Absprache mit der ermittelnden Staatsanwaltschaft als offizielle Todesursache an die Öffentlichkeit gebracht. Uri Cialo habe die feuerfeste Matratze trotz vorher eingehender Durchsuchung und seiner Fesselung mit einem Feuerzeug selbst angezündet. Im Auftrag des Innenministeriums und unter Federführung des LKA Sachsen-Anhalt wurden ausnahmslos Ermittlungen durchgeführt und Gutachten in Auftrag gegeben, welche ausschließlich dieser absurden Selbstentzündungshypothese als notwendige Vorbedingung gehorchten. Auf diese Art konnte natürlich zu keinem Zeitpunkt Aufklärung auch nur im Ansatz gelingen. Zu fragwürdig bleiben die Todesumstände, zu offenkundig der konzertierte Unwille zur Aufklärung. Doch Uri Cialo ist nicht der Einzige, der in diesem Polizeirevier ums Leben kam. Das ganze Ausmaß der mörderischen Verhältnisse in der Wolfgangstraße 25 wird in Angebracht der Tatsache deutlich, dass im Zusammenhang mit diesem Polizeirevier in den Jahren zuvor bereits 2 weitere Menschen auf bislang ungeklärte Weise durch schwerste Verletzungen starben. Hans-Jürgen Rose war im Dezember 1997 weit nach Mitternacht wegen Trunkenheit am Steuer ins Polizeirevier verbracht worden. Angeblich 2 Stunden nach seiner Entlassung wurde er mit schwersten Verletzungen auf dem Bürgersteig von dem Haus Wolfgangstraße nur wenige Häuser vom Polizeirevier entfernt aufgefunden. Er verstarb noch am nächsten Morgen im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Todesursache führten schon hier zu keinem eindeutigen Ergebnis. Die schweren inneren Verletzungen des Herrn Rose konnten oder sollten nicht hinreichend erklärbar werden. Allerdings hatte ein Polizeibeamter im Speiseraum des Reviers in besagter Nacht einen Kollegen sagen hören, der wollte mir doch ein paar auf die Fresse hauen, da habe ich ihm aber eine eingezogen. An einer Säule im Speisesaal des Reviers wurden zahlreiche DNA-Spuren von Hans-Jürgen Rose sichergestellt. Deshalb sollte ermittelt werden, ob er eventuell an diesen Säulen mittels Handschellen gefesselt und in wehrlosem Zustand von den Polizeibeamten geschlagen und getreten worden war. Handfesseln und Schlagstücke der diensthabenden Polizisten waren gesichert worden. Diese Ermittlungsausrichtung war in dem Fall Rose beauftragten Kriminalbeamten zufolge am besten geeignet, um die schweren Verletzungen des Herrn Rose zu erklären. Trotzdem oder wahrscheinlich genau deshalb finden die weiteren Ermittlungen offen. Der mit dem Untersuchungsbeauftragte Kripo-Beamte beklagt in seinem Abschlussbericht die widersprüchlichen Zeugenaussagen der Polizisten. Wir hatten unter anderem auch versäumt, die Verbringung des Herrn Rose ins Polizeirevier zeitlich eindeutig zu dokumentieren. Differenzen und Ungenauigkeiten der Uhrzeitangaben in der polizeilichen Protokollierung konnten nicht zweifelsfrei geklärt werden. Außerdem wurde das zuständige 2. Fachkommissariat der Polizeidirektion Dessau viel zu spät in die internen Ermittlungen eingeschaltet. Im Jahr 2002 wurde der obdachlose Mario Dichtewein in Gewahrsam genommen, über viele Stunden in der Zelle 5 festgehalten und schließlich mit einem Schädelbruch tot auf dem Zellboden aufgefunden worden. Auch hier wurde nicht aufgeklärt, wie es zu dieser tödlichen Verletzung kommen konnte. Andreas Schubert war zu dieser Zeit der verantwortliche Dienstgruppenleiter. Deshalb legten die Ihnen und weiteren Kollegen Ermittlungen, die zum Todeszeitpunkt von Uri Cialo noch nicht abgeschlossen waren. Besorgt um das Wohlergehen des Dienstgruppenleiters Schubert, wandte sich der damals zuständige Revierleiter Gerald Kohl an die Polizeipräsidentin Brigitte Schaber-Schmidt mit der Bitte,
die Untersuchungen gegen Andreas Schubert einzustellen. Kohl wollte nach eigener Aussage seinen Dienstwartenleiter nicht doppelt belastet sehen. Fakt ist, dass mindestens drei Menschen auf bislang ungeklärte Weise im Polizeirevier Dessau-Roßlau ums Leben gekommen sind. Allen Todesfällen gemein sind schwere Verletzungen, die alle drei Opfer aufwiesen, und der mehr als naheliegende Verdacht, dass im Dessauer Polizeirevier über Jahre hinweg Menschen gequält und getötet wurden. Auch bei Uri Cialo war im Rahmen der zweiten Autopsie, welche von der Initiative der Gedenken an Uri Cialo in Auftrag gegeben worden war, ein Nasenbeinbruch und andere knöcherne Verletzungen festgestellt worden. Inwieweit niedrige Beweggründe von Polizeibeamten ursächlich zu den gewaltbezogenen Toten von Hans-Jürgen Rose und Mario Bichtermann beigetragen haben, ist noch zu klären. Dass die bewiesenermaßen rassistischen Tendenzen der Dessauer Polizeibeamten über eine stundenlange Folter bis hin zur Tötung von Uri Cialo durch Verbrennen führten, steht für uns im Mittelpunkt der Frage. Die Arbeit der Dessauer Polizei basiert auf einem offen ausgelebten Rassismus, der in protokollierten Gesprächen und durch eine Reihe von Zeugenaussagen zweifelsfrei dokumentiert ist. Uri Cialo, Mario Bichtermann und Hans-Jürgen Rose. Mindestens drei Menschen sind infolge polizeilich gewalttätiger Übergriffe im Dessauer Polizeirevier verstorben. Je länger unsere Bemühungen um die Aufklärung der Todesursache von Uri Cialo andauern, umso mehr erschreckende Erkenntnisse über die mörderischen Zustände im Dessauer Polizeirevier kommen ans Tageslicht. Niemand in Sachsen-Anhalt hält es für notwendig, endlich für Aufklärung zu sorgen. Als unausweichliche Schlussfolgerung bleibt festzuhalten, in Sachsen-Anhalt hat die Polizei offensichtlich die Lizenz zum Töten. Uri Cialo, das war noch. Polizei, Staatsanwaltschaft, Innenministerium, Gerichte in Sachsen-Anhalt haben ihre Glaubwürdigkeit in aller Augen verspielt und sich damit der Vertuschung des Mordes an Uri Cialo schuldig gemacht. Break the silence. You can't run. You can run, but you can't hide. Wir werden aufklären.